Bevor Sie mit dem Bau einer Megawood-Terrasse beginnen, müssen Sie die beiliegende Bauanleitung beachten. Darin ist alles Wissenswerte für Sie festgehalten, zum Beispiel über Aufbauvarianten, Detaillösungen und Materialeigenschaften Ihres Produktes. Befolgen Sie die Verlegehinweise und verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von Megawood, um sich einen möglichen Gewährleistungsanspruch zu bewahren. Geplant ist eine Terrasse von ca. 50 Quadratmeter Grundfläche, die mit der Megawood-Massivdiele belegt werden soll. Die hierfür erforderlichen Erdarbeiten sollten Sie mit einem Spezialisten besprechen, der auch für eine fachgerechte Durchführung Ihres Bauvorhabens sorgt. Grundsätzlich muss beim Bau von Terrassen ein Gefälle von 2% berücksichtigt werden, damit jegliches Wasser vom Gebäude wegfließen kann. Auch der Verlauf der späteren Diele sollte diesem Gefälle folgen, um die reinigende Wirkung der Dielen durch Regenwasser zu nutzen. Der Unterbau für die Terrasse wird aus frostsicherem und verdichtetem Kies oder Schotterbett erstellt und mit einer Drainage versehen. Anschließend sollte die Fläche mit ca. 10 cm Feinsplit abgezogen werden, um kleine Unebenheiten besser ausgleichen zu können. Auch hier ist das vorgeschriebene Gefälle zu beachten. Verwenden Sie nun die von Megawood in der Broschüre empfohlenen Betonrandsteine als Unterbau für die Terrasse. Die Platten werden im Achsabstand von ca. 60 cm auf die gesamte Fläche verteilt und bilden eine optimale Basis für die Montage der Unterkonstruktionsbalken. Die Unterkonstruktionsbalken werden nun quer zu den Betonrandsteinen gleichmäßig auf die Fläche verteilt. Ein Erdkontakt der Balken ist zu vermeiden. Zunächst werden die Anfangs- und Endbalken gelegt, diese jeweils doppelt, um den besonderen Materialeigenschaften der Dielen gerecht zu werden. Der maximale Dielenüberstand am Ende darf später 5 cm nicht überschreiten. Der Abstand der weiteren Balken sollte bei maximal 50 cm liegen. Achten Sie darauf, dass auch bei vorgesehenen Dielenstößen die Unterkonstruktion an diesen Stellen doppelt angelegt werden muss. Der erforderliche Abstand der Balken zu festen Bauteilen beträgt 1 cm. Als Abstandshalter können die Megawood-Gummipads dienen. Nachdem die Balken auf die Fläche verteilt sind, werden sie mit Hilfe der Gummipads ausgerichtet. Diese gibt es in 3 unterschiedlichen Stärken, sodass jede Ungenauigkeit problemlos ausgeglichen werden kann. Die Hohlräume der Unterkonstruktion dürfen nicht verfüllt werden, denn hier findet der Austausch von warmer und kalter Luft statt. Eine gute Hinterlüftung verhindert das Auftreten von Staunässe. Nach dem Ausrichten der Balken werden diese nun mit den Betonsteinen verbunden. Zunächst die Balken vorbohren, die Bohrlöcher aufreiben, in den Beton bohren und dann zum Beispiel mit Schraubankern befestigen. Dies gilt zum einen für alle Balken im Randbereich der Terrasse, um die Gesamtkonstruktion zu fixieren, zum anderen für alle Balkenstöße auf der Fläche. Hierbei sollte Luft zwischen den Balkenenden eingehalten werden. Um ein Verrutschen der Dielen zu verhindern, wird ein selbstklebendes Sicherungsband auf einem der mittleren Balken der Terrassenfläche angebracht. Dieser Balken muss ebenfalls mit den Betonsteinen verankert sein. Weitere Sicherungsbänder sind beim Verlegen mit wechselnden Dielenstößen vorzusehen. Abschließend bitte nicht vergessen, die Abstandshalter zu entfernen. Die zu verlegenden Dielen sollten erst kurz vor der Montage aus der Folie genommen werden. Achten Sie bei den Etiketten auf die dort angegebene Verlegerichtung der Dielen.
Sie finden diese Angabe zusätzlich in der Nutwange der Dielen. Farbabweichungen und Schattierungen des Materials sind gewünscht und unterstreichen die natürliche Holzoptik. Deshalb ist darauf zu achten, dass die Dielen vor der Verlegung gemischt werden. Vorbereitend für das Ansetzen der ersten Dielen setzen wir die Randklammern bündig an das Ende der Konstruktionsbalken. Mit 3 mm vorbohren, Schrauben nicht fest anziehen, damit die erste Diele leicht zu positionieren ist. Das Megawood Aluminiumprofil inklusive Schaumstoffprofil dient als Anschlussleiste. Um die weitere Montage zu erleichtern, schieben wir am Ende provisorisch eine Diele ein. Nun setzen wir die Befestigungsklammern. Auch hier erst mit 3 mm vorbohren und die Schraube nicht fest anziehen. Erst nur am Anfang und am Ende der Diele. Mit der Richtlatte den Dielenverlauf kontrollieren und danach die restlichen Klammern installieren. Auch hier vorbohren und nur locker verschrauben. Der Überstand von Dielen am Ende darf maximal 5 cm betragen. Der endgültige Zuschnitt erfolgt jedoch erst später. Beim Ablängen von Dielen für Stöße sollten die Stirnkanten leicht gefast werden. Das sorgt für einen sauberen Übergang. Als Abstandshalter für Stöße kann der Befestigungsclip genutzt werden. So entsteht eine Dehnungsfuge von 7 mm. Nach 3 bis 4 Dielenbahnen sollten die Reihen endgültig fixiert werden. Dazu die Rutschkupplung der Bohrmaschine einstellen. So wird ein Abdrehen der Schraubenköpfe beim Festziehen der Klammern verhindert. Schneiden Sie nun auch die Dielen im Bereich von festen Bauteilen auf 2 cm Abstand zu und fasen Sie die Stirnkanten leicht an. Ebenso alle überstehenden Dielen im Randbereich der Terrasse. Als Abschlussprofil setzen wir hier ein Glattkantbrett, das an der Unterkonstruktion befestigt wird. Das Brett sollte mindestens alle 50 cm mit den Balken verschraubt werden. Auch hier gilt, erst vorbohren und dann verschrauben. Quer zur Diele werden die Megawood-Abstandshalter zwischen Glattkantprofil und Konstruktion gesetzt. Dadurch entsteht eine Dehnungsfuge und eine saubere Schattennut als Abschluss der Konstruktion. So, nun ist Ihr Werk vollbracht. Genießen Sie es! Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrer neuen Terrasse von Megawood.